Es lebe der Sport, das ist das Stichwort, lieber Bürgermeister. Die Eishockeyhalle, das Thema. Du hast verhandelt, du hast noch die anderen Themen Stadion behandelt. Vielleicht kurz deine Darstellung deiner Arbeit. Ja, zu den Sportprojekten ganz kurz. Stadion ist wirklich einen Zentimeter vor der endgültigen Finalisierung. Es wird sich nächste Woche etwas tun, und zwar Anfang der Woche. Wir haben die letzten Verhandlungen geführt und es ist wichtig, dass dieses Projekt zum Abschluss kommt und die Fertigstellung beginnt und damit dann auch das Stadion belebt werden kann. Es war eine sehr mühsame Arbeit, aber wir haben das jetzt letztendlich hier die Weichen gestellt. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich die Eishalle. Ganz ein wichtiges Thema, weil der KC als Rekordmeister auch eine neue Eishalle braucht. Wir stehen auch dazu. Wir haben jetzt zwei Varianten sozusagen wirklich im Detail vorgestellt. Das ist die Neubauvariante am Standort mit den Kosten, mit den Einrichtungen, die diese Eishalle braucht und mit dem inkludierten Leistungszentrum, das der Bund ja nach Kärnten geben möchte. Und es gibt eine zweite Variante, die Neubauvariante am Parkplatz. Es ist also so, die Variante Neubau am Standort ist jetzt ungefähr bei 29 bis 30 Millionen angesiedelt. Das wäre finanziell verkraftbar, umsetzbar, ohne große Hilfe eines Dritten, des Bundes oder privaten Sponsoring. Die größere Variante würde also 10 Millionen mehr kosten, könnte nur finanziert werden, wenn der Bund wirklich ein Drittel der Gesamtfinanzierung übernimmt, wo es ja in 14 Tagen das entscheidende Gespräch geben wird, oder eben Privatsponsoring. Und ich würde sagen, wir sollen eine schnelle Entscheidung treffen. Und derzeit, aus derzeitiger Sicht, ist das realistischere Projekt eben die Variante mit 6.400 Plätzen, sind immerhin um 1.200 mehr als jetzt und es ist eine neue Halle. Aller guten Dinge sind drei, das Schwimmbad vielleicht noch kurz. Wir wissen, dass wir natürlich momentan alle in einer Finanz- und Wirtschaftskrise sind. Die Städte und Gemeinden sind finanziell schwer belastet. Es kommt ja vom Bund auch eine große Belastungswelle auf die Länder und Städte zu. Daher haben wir gesagt, alles gleichzeitig können wir nicht erheben. Wir machen jetzt einmal Stadion fertig und die Eishalle und in der nächsten Legislaturperiode sozusagen 2017 dann das neue Hallenbad, Erlebnisbad. Hallenbad wäre eigentlich zu wenig. Es soll ja ein Erlebnisbad mit Zukunftscharakter werden. Ja, damit hat Bürgermeister Scheider sein Anforderungsprofil und Leistungsprofil gezeigt. Das wollen wir über die Medien transportieren. Ich danke für das Gespräch, was nicht das letzte war. Danke. Danke herzlich, alles Gute.